Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Seasons After Fall. Wir sind nun hier gelandet, auf so einer lustigen kleinen Insel. Also hier zurück komme ich nicht mehr. Warum sage ich eigentlich lustig? Eine lustige kleine Insel. Wo ich jetzt erstmal gucken muss, wo ich überhaupt hin muss. Ah, ich wollte eigentlich da hoch. Was machst du? Kannst du irgendwas? Ich ändere mal kurz das Wetter. Kannst du jetzt was? Nö. Ah! Guck mal an! Aha, jetzt bläst er das da weg. Okay. Ah, voll gut. Mir gefällt das Spiel so gut. Es hat so viel... Es sind so viele Ideen stecken hier drin. Hier ist so ein Pilz. Ah, warte, warte. Oh. Sitze ich da schon? Ja gut, also da rechts geht's eh nicht weiter. Oh, was machst du? Ah, okay. Also wenn ich das richtig sehe, brauche ich noch zwei solche Steine. Boah. Ah, was machst du? Andere Jahreszeit vielleicht wieder? Klong. Ah, okay. Herbst. Jetzt puste doch. Oh, der pustet nicht. Ah! Oh, was ist das? Ah, noch so ein Stein. Okay. Da komme ich dann wohl da hoch. Kann ich da jetzt hoch, auch wenn da der Nebel ist? Oder ist das ein bisschen schwierig? Ja, schon klar. Ich brauche den Sommer. Hui! Okay, Moment. Pilz. Ah ja, hier ist der Anfang davon. Okay, jetzt werde ich irgendwie über dem Ganzen nochmal eine Bucht finden. Ah, wie krass. Schauen wir mal kurz nach links. Und noch so ein Stein. Okay, da muss ich jetzt irgendwie schauen, wie ich da hinkomme. Gut, also rechts rum. Schauen wir mal, was hier noch schön. Ah, Bärenblümchen. Schön. Und runter? Okay, da oben ist noch so ein Hüpfding. Die Frage ist nur, wie komme ich überhaupt jetzt hier hoch? Klong. Okay. Wo komme ich denn jetzt raus? Schauen wir einfach mal kurz. Wald der Vorfahren. Ah, aber da war ich ja schon ganz oft. Okay. Ja. Das kenne ich ja schon. Aber warum komme ich in die Bucht, wenn ich nach oben hüpfe? Das ist schon seltsam. Gut, also wir schauen nach links. Oh. Hier durch. Und da ging es ja irgendwie nach oben. Hier. Hier, das Ding will ich benutzen.
Die Frage ist nur, wie kann ich es erreichen? So vielleicht. Ah ja. Ach so. Ups. Ich dachte, da muss ich nicht drauf springen, sondern das reicht, wenn ich dagegen laufe. Wieder was gelernt. Anscheinend habe ich das immer automatisch richtig gemacht. Klonk, klonk, klonk. So, jetzt aber. Dock. 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 Steinchen. Steinchen. Ah, da geht's wieder nach oben. Nach oben hinten. Das war irgendwo hier, oder? Hoffe ich. Nee, nee, hier geht's wieder weg. Sieht doch auch alles gleich aus. Appala. Hier? Nee. Ja, dann war es doch auf der linken Seite anscheinend. Wenn ihr wüsstet, wie ich gerade meinen Kopf die ganze Zeit beim Hüpfen immer nach oben mitwippe, weil ich denke, dann sehe ich mehr. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Das ist total bescheuert. Ah, da hinten, da hinten, da hinten. Okay. Hier. Okay, ich bin wieder auf der Insel. Hier komme ich nicht weiter. Da oben ist so ein Pusteding. Mhm. Aber was habe ich jetzt eigentlich verändert? Ich brauche mal kurz den Herbst. Wie spreche ich den jetzt an? Warte, warte. Reicht das so? Nee. Ah, wie komme ich da? Ah, ich habe eine Idee. Wir machen mal Winter. Winter, Winter. Dann machen wir dieses Ding hier kaputt. Wo ist der Knopf? Wo ist der Knopf? Nicht auf der anderen Seite, oder? Hm. Knopf. Oh, ich bin auf den Baum gesprungen. Ich komme da hoch. Moment. Ist der da oben? Wieso habt ihr denn alle keinen Knopf? Kann doch nicht sein. Verbunden sind die beiden, ja. Hm. Da, das. Ja, aber das ist der Knopf nicht für den hier, sondern für den da links, oder? Oh. Ganz toll gemacht, Shiva. Erstmal schön daneben springen. Okay, jetzt. Ja, das ist der hier. Aber der hilft mir auch, weil jetzt komme ich hier hoch. Jetzt kann ich Herbst machen. Und den blöden Wind hier mal wegwehen. Ah, und da ist noch ein Stein. Und wieder so ein Teleportationsseil-Dingens-Kirchen. Hier war ich schon. Ist das hier das neue Seil? Ja, nein, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Oh je.
Ich schau mal ganz kurz, ob mir das jetzt da drüben noch was gebracht hat. Ja. Nummer 2. Sehr gut. Okay. Dann springe ich hier durch. Das ist nämlich das neue Teleportationsding ins Kirchen. Sehr geil. Dann haue ich hier den blöden Wind weg. Wuff. Wuff, wuff. Oh, ich bin gerade so fröhlich, weil das gerade so gut funktioniert. Hier, das da unten brauche ich noch. Da ist der Knopf. So, das ist aktiviert. Und das hier oben jetzt hoffentlich auch. Jawohl. Zack. Plumps. Oh. Plumps. Plumps. Ja. Nummer 3. Ich mag die Geräusche in dem Spiel so gern. Alles hat so sein eigenes Klackern. Mhm. Muss ich jetzt einfach zurück oder wie? Also hier komme ich eh nicht weiter. Hui. Ja, schauen wir einfach mal, ob der Stein jetzt was macht. Herbst, bitte. Ach so, ich kann nur oben rum. Wie komme ich denn jetzt überhaupt wieder hoch? So? Doch, ich glaube, so geht's eigentlich schon, wenn man sich nicht so blöd anstellt. Oder auch nicht. Hm? Was ist denn hier noch? Oh. Sag einmal, ich stelle mich gerade total doof an. Ich falle überall runter. Bitte rüber. Ich gehe mal kurz hier. Hier ist nichts. Machen wir mal Sommer. Dann kann ich die Hüpfdinger nochmal ausnutzen. Ach nee, das ist so ein Winterhüpfding. Ja, oder warte mal. Ah, nee, das hat kein... Ah, ich dachte kurz, ich kann jetzt hier auf einmal weitergehen. Okay. Hallo? Dann halt nicht. Dann halt nicht, liebes Spiel. Dann halt einfach nicht. Also, ich bin doch da vorhin hochgekommen. Bin ich nicht? Bin ich doch? Bin ich doch, bin ich doch. Ich brauche den Winter. So, also aktiviert. Und hüpf. Ah, okay, ich bin aber nur darüber gesprungen. Ja, aber so bin ich hochgekommen. Das war jetzt auch ganz klar, dass ich das noch wusste und voller Absicht. Jedenfalls bin ich jetzt endlich wieder da. Der Bär. Weißt du, was eine Knospe wirklich ist, Fuchs? Eine solche Knospe
ist im Leben eines Waldes eine äußerste Seltenheit. Es ist eine Art Wunder, für das wir, die Hüter der Jahreszeiten, die Verantwortung tragen. Ist ihre Erziehung abgeschlossen, will es das Schicksal der Knospe, dass sie das Heiligtum verlässt und einen Ort zum Aufblühen findet. Sofern sie dazu bereit ist. Okay. Schauen wir mal ganz nach rechts. Ja gut, hier ist immer noch der Nebel, da komme ich nicht weiter. Wenn ich hier runterspringe, genau das Gleiche. Vielleicht brauche ich dieses Teleportationsding für die Bucht, damit ich zurückkomme. Wir haben ja gerade gesehen, wie der kleine Fuchs, nicht der Geisterfuchs, den wir gerade sind, da lag und das kleine Bärchen, der Hüterbär, da stand und was erzählt hat. Gut, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da wieder hin? Also hier geht's nur nach rechts. So, da muss ich da lang. Vielleicht hier nach oben. Nebel. Vielleicht damit. Ah, das schaut gut aus. Bucht, ja, okay. Springe ich jetzt in das Ding rein oder bin ich dann wieder da oben? Ah, nee, das passt. Okay. Moment. Ich brauche Sommer. Und kann hüpfen. Gut. Ach, hier war ich eh schon. Da war nur der Stein. Okay. Dong. Gut, dann bin ich jetzt wieder beim, Moment, was kam nach der Bucht? Ach, Wald der Vorfahren, genau. Dann laufen wir hier durch und dann müssten wir eigentlich am Ende davon wieder da ankommen. Moment, wir können uns vielleicht mit dem Stein auch einfach wieder hin teleportieren. War der nicht hier oben? Was machst du, kleiner Fuchs? Ich glaube, der war hier irgendwo. Keine Angst, ich tue euch nichts. Ja, ich dachte, ich schaff's noch. So. Ja, ich glaube, hier kommt jetzt gleich der Stein und dann kann ich mich direkt wieder zu dem Hauptteil teleportieren. Genau. Here we are. Aber es passiert nichts. Bedeutet, hier sind vier Steine. Ich gehe mal davon aus, wir haben diese Steine jetzt in zwei Level gefunden. In dem Level hier und in diesem, wo wir gerade waren. Wir müssen noch bei den anderen beiden vorbeischauen, da auch die Steine sammeln und dann aktivieren wir wahrscheinlich die restlichen zwei. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir direkt mit dem nächsten Level in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Tschüss!